Ich grüße euch zurück zu Spyro und Sparks hier in den herbstlichen Heimatwäldern. Schön, dass ihr wieder einschaltet. So, ich wollte ja jetzt an sich nur noch hier die Strecke da beenden, weil da noch eine Kugel fehlt und eine Mission. Allerdings, ja, ist mir wieder mal im Schneideraum wieder was aufgefallen, wo ich mich frage, habe ich das nicht gemerkt? Ja, Leute, ich habe noch mal einen Ort, den ich sehr gerne prüfen möchte, ob da nicht die Kugel ist. Ja, und zwar ist mir halt aufgefallen, als wir die andere Kugel gefunden hatten und ich die letzten Juwelen entdeckt habe am anderen Rande der Burgmauer, da ist mir halt jetzt während des Schneidens aufgefallen, dass die Wand da irgendwie sehr merkwürdig aussieht. Warum? Keine Ahnung. Entweder war ich zu happy, von wegen, ja, ich habe alle Juwelen gefunden, ja, geil, dass ich dann alles andere aus meinem Kopf gestrichen habe oder so. Auf jeden Fall, sieht sie halt merkwürdig aus. Und ich möchte gucken, ob das nicht sogar begründet ist. Also, sie sieht jetzt nicht so merkwürdig aus wie die hier. Nee, für meine Verhältnisse sieht sie sogar noch merkwürdiger aus. Ja, aber mal gucken. So, also wieder ganz hier hoch. So, und dann kann ich aber durch von hier sowieso schon passend hier gleich mal hier hinfliegen. Denn die Wand ist ja da hinten, ne? So. So, ich muss mal gucken. Ne, wie gesagt, die sah halt sehr, sehr verdächtig aus, bloß ich hab das nicht gemerkt. Whoops. So. Und zwar, guck mal hier. Das sieht doch schon so kaputt aus. Und hier habe ich nicht... Ich fass es einfach nicht. Okay, gut. Tja, ne, manchmal entdeckt man dann doch wirklich schon noch irgendwelche Sachen, während man die Parts zusammenschneidet. Das ist dann wieder ganz cool. 100% der herbstlichen Heimat abgeschlossen. Oh Mann, ein Traum. Supi. So, dann jetzt bloß noch, ja, die Strecke machen und dann sind wir, abgesehen von den Fähigkeitspunkten, erstmal fertig hier. Dann können wir wieder zurück in die Tundra. Metro-Strecke. So, wo ist hier jetzt eine Aufgabe, ja? Oh Gott, das war ja auch die Welt, wo ich mich frage, wie soll ich denn da einen Rekord aufstellen? Das dauert doch viel zu lange. Oh, also, ne, unter einer Minute, ich meine, ich habe ja da schon quasi eine perfekte Strecke gefunden und so, aber... Mann, ey, Fähigkeitspunkte. Ich hoffe, das wird nicht ein Salty-Moment denn. So, jetzt habe ich erstmal Zeit, ne? Weil ich ja hier wirklich alles machen kann. Vielleicht muss ich auch die Vögel erstmal aktivieren. Vielleicht hat die Aufgabe was damit zu tun, dass hier die Brücken alle, ne, funktionieren oder so. Weiß man ja nicht. So, hier ist auch so übel. Ne? Weil irgendwie... So, hat ja schon ein bisschen wieder verkackt. Er muss ja wirklich... Muss hier nicht wirklich alles perfekt sein? Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt mache. Ich will einfach mal gucken. So, wo ist denn hier überhaupt eine Auf... Wo ist denn jetzt hier eine Mission? Guck mal hier zum Beispiel... Ja, okay, ich guck mal, ob nicht das irgendwas bringt. So, ich habe irgendwo ein kleines Hühnchen verloren. Vergessen, eine Taube meine ich. So, ist denn das hier vielleicht hier oben drauf, ja? Hier mal gucken. Ja, ist bestimmt in der Mitte des Towers. Warum auch nicht? Ups. So, ich gehe mal. Okay, ich kann nicht höher fliegen. Gucke ich mal einfach. Irgendwo eine Geheimtür, irgendwo ein Gang, wo ich nicht war. Wie schnell er wirklich wird, ne? Guck mal hier, im Wasserfall reinfliegen zum Beispiel. Oh, Alter, geil! Geil, ich hab's gefunden. Wer ist denn das? Mayor as Mayor. What won't me? Was ist der Bürgermeister? Wir haben ein Kriminalitätsproblem bei der Metrostrecke. Aber du kannst vielleicht helfen. Eine Bande von Einbrecherkatzen klettert immer an den Wänden hoch, um ein Wiederwahlbudget zu plündern. Würdest du mir helfen, sie loszuwerden? Wiederwahlbudget ist ja auch nicht schlecht formuliert. Na klar, helfen wir dem, oder? Toll! Jeder kann die Halunken von den Gebäuden stoßen, aber du musst die Beute fangen, bevor sie im Kanal landet und für immer verloren geht. Viel Glück! Jäger wartet draußen. Wartet draußen! Nun gut, fange die Beute, bevor sie landet. Okay, fliege ich? Warte, ich fliege? Oh, weia. Okay, Jäger, ich folge dir. So, ich muss erstmal mir ein Bild machen, ne? Was heißt das jetzt? Wie? Was, da ist eine Wandkatze? So, und jetzt? Ist ja super. Das ist ja schon mal super. Das ist ja phänomenal. Das ist ja komplett scheiße. Was zum... Okay, ja, ich muss da irgendwie auf Abstand bleiben. Du hast wohl nicht alle erwischt. Aber da wollen uns noch mehr Einbrecher das letzte Hemd rauben. Willst du es nochmal versuchen? Ich will es nochmal versuchen. Ist ja auch wieder so ein Mensch. Okay, let's go. Jäger kann die Hallo. Ja, Jäger, wie Jäger, warte draußen, Mann. So, ich muss irgendwie echt. Ich fliege hier mal kurz eine extra Runde. Ich muss irgendwie Abstand gewinnen. Ja, so.
Jetzt müsste ich genug Abstand haben, um halt das wirklich immer einzusammeln. Denn bevor halt irgendwie, ja, guck mal, dass ich hier genau schön zielen kann. Guck mal hier, so. Zack. Genau so ist das doch. Wow, der kann doch mal genau ein Looping fliegen. Looping fliegen, das sorgt für extra Abstand. Sehr gut. Zack. Oh, shit. So, ich bin schon wieder zu nah dran für meinen Geschmack. Wow. So, hier gerade schon wieder erschossen, alles klar. Zack. So, okay, das soll ich auch kriegen. Und dann bin ich aber schon wieder etwas zu nah dran. Ne, ich muss halt gucken. So, er hat wieder erschossen, ich hab's gehört. So, die Hälfte haben wir. Zack. Wow. Zack. Okay. Was? Wo? Wo hast du geschossen? Wo? Du hast wohl ernsthaft, was? Wie fies. Och, Mann. Ja, so wird es immer doof, wenn man die... Man musste erstmal seine Flugroute kennen. Ach, er fliegt jetzt nach oben und oh, da ist die Beute gleich irgendwie... Landet erstmal auf... Vor allem, die landet auf dem Boden. Toll. Als ob das jetzt so schlimm ist. Naja, okay, gut. Ja, das kann sein, dass ich das dann nochmal verkacke. Ich weiß ja nicht, ne, pass auf, die 12. Beute oder so. Ja, da macht er einen übelsten Haken schlagen und dann... Icke, wie es gar nicht wo ist oder ich verliere seine Orientierung oder so. Mal gucken. Von mir sagt euch, ja, pass auf, dass es nicht im Wasser landet und davon treibt. So, die Beute landet einfach auf dem Dach. Oh nee, das geht nicht. Da wird man doch ein bisschen mad. Zack. So. So, boom. So, ich bin schon wieder so. Ich muss mal kurz eine Runde fliegen. Ich brauche den Abstand halt. So. Zack. Okay, jetzt fliegt er halt hier so richtig dumm nach oben. Gut, dass ich das jetzt weiß, dann kann ich schon dementsprechend einlenken, seht ihr? Und trotzdem... Alter, was zum? Du hast wohl nicht alle erwischt. Mann, du kannst doch die einfach aufsammeln. Okay, langsam, jetzt wird's aber... Was ist das? Du hast eine Sekunde Zeit, um aufzusammeln, oder was? Komm, dann kriegen wir schon hin. Da haben wir wenigstens auch das 100% abgeschlossen. Was voll cool ist. So, einfach so nebenbei ihn getötet, weil ich sauer bin. Weil ich einfach mad bin. So, wie ihr wisst, das ist jetzt hier aber eindeutig Learning by Doing. Muss ich gucken. Okay, wenn er da halt hochfliegt, ich darf nicht zu krass eine Kurve fliegen. Sonst erwische ich das nicht mehr. Warum? So, erstmal hier. So, Abstand halten. Okay. So, am besten hier schon in so einem Kreis fliegen. Das ist auch voll super. So. Okay. Wie fies, ey. So, jetzt muss ich aber auch wieder wissen, wo fliegt der jetzt hin? Was passiert jetzt, ne? Nicht jetzt irgendwie so einen Scheiß machen. Jetzt sag nicht, wo ist da? Okay, gut. Innerhalb von Sekunden reagieren, bitte. Ist kein Problem. So, eins noch, komm. Der ist jetzt nicht so versteckt. Oh, okay. Gut gemacht. Du hast den Halunken eine Lektion erteilt. Und damit die letzte Kugel. Ja, aus den herbstlichen Heimatwilden. 50, ey. So, und jetzt würde ich nochmal anfangen, dass ich nochmal versuchen könnte, irgendwie einen Rekord aufzustellen. Aber ich glaube, nee, da habe ich echt Schiss vor, ey. Da habe ich keinen Bock. 100% abgeschlossen. Komm, ich versuch's mal einmal. Ich weiß nicht, ich glaube, unter 1,15 oder unter 1,10. Ne, ich guck mal. Hoffentlich ist es nicht irgendwie so von wegen, dass ich eigentlich im Prinzip nur eine Taktik nicht weiß. Die mich, sage ich jetzt mal, irgendwie, vielleicht gibt's da irgendwie doch... Eine Taktik, die mich schneller fliegen lässt oder so. Wow. Okay, das, Bahn. Komm, das hier ist doof hier. Das hier ist leider doch sehr doof. Ja, weil irgendwie... Wie soll ich denn jetzt hier... Ja, das kostet zu lange Zeit. Viel zu lange Zeit. Aber es... Ja. Das funktioniert halt so. So, okay, jetzt Top Speed. So, wow, fliegen. Ach, scheiße. Flugknopf versaut. Falscher Flugknopf. Hier runter ist ja auch nicht so das Problem. Okay, vielleicht, man könnte es vielleicht doch schaffen, ey. Jetzt, wo ich so die Zeit da so sehe, jetzt habe ich auch eindeutig ein paar Mal verkackt. Man könnte es vielleicht doch schaffen. Aber nur vielleicht. Ne? So, ja, jetzt halt noch. Wartet mal, was sagt denn das Handbuch hier? Sind das hier echt, warte mal. Hier Metro-Strecke. 1,15. Okay, ich habe 1,15 Zeit. Ja, na gut. Das ist natürlich,
Oder ist denn das hier irgendwie eine perfekte Route? Warte mal, ich kann ja mal gucken, ne? Wenn das hier ein Tor ist. Warum soll ich denn hier lang rennen? Hier ist das Tor, dann renne ich halt hier so lang. Hier durch ein paar Tore und dann ist das hier voll kacke hier. Ja, und denn? Dann fliege ich hier halt lang irgendwie. Aha. Dann soll ich halt hier lang? Aber. Irgendwie, das bringt doch irgendwie ja nichts, oder? Und dann von hier aus. Och, keine Ahnung, wie man da, was man da machen soll. Na gut, gehen wir erstmal raus. Neuer Versuch. Achso, nee, warte, ich kann ja gleich mal von hier, woanders hingehen. Ah, zu spät. Zu spät! Leute, ich freue mich trotzdem, dass ich herbstliche Heimat komplett habe. Gleich nochmal lieber am Handbuch nachgucken. Ja, das, was ich jetzt so gesehen habe, ich glaube, die mit den Fähigkeitspunkten, damit den Rekordzeiten aufstehen, das könnte klappen. Wird ein bisschen grinden, denn, ja, aber das sehen wir uns deswegen auf. Wie beim ersten Teil, ich spiele erst das Spiel durch, 100%, besiege dann Whipdo und dann einfach gucken wir nochmal nach. Ne? Dass wir die Fähigkeitspunkte hoffentlich relativ zackig freigespielt bekommen. So, tada! Handbuch, was sagst du? Ja, da ist das geil, herbstliche Heimatwelt komplett und Sommerwaldwelt auch komplett. So, dann ab in die Tundra wieder. Wintertundra, wir kommen. Ja, und da gucken wir uns das mal noch ein bisschen die erste Welt da an. Puh, die war da gleich sehen. Dann mache ich jetzt auch einfach nach der Reihenfolge. Das Abenteuer geht weiter. Ja, das ist so lustig, dass man einfach, wenn man... Das war jetzt auch nicht sonderlich schwer, ne? Aber wenn ich jetzt einfach so gespielt hätte, wie ich jetzt gespielt habe, ich könnte die ganze Wintertundra einfach skippen. Weil ich genug Kugeln habe, um zu Whipdo zu gehen. Ja, dann ist es auch eigentlich schön, dass man halt so Aufgaben, die eventuell zu nervig sind, dass man die einfach überspringen kann. Das ist nicht schlecht. Das ist immer wieder sehr wünschenswert. So, genau, hier ist der Vorhof hier. Aber ich geh zur Strecke. Ich gehe erstmal zur Strecke. Yay, yeah, die ist ja hier. Warte mal. Hier, doch hier, war sie. So, da haben wir bezahlt für die Schluchtenstrecke. Hier könnte ich ja dann auch vielleicht gleich nochmal die Mission denn suchen, ne? So, die mag ich halt einfach am liebsten. Die soll ich vielleicht sogar noch in dem Part hier schaffen. Mal schauen. Wenn es jetzt nicht so übel ist. Ich kenne die Strecke nicht. Ist sie crazy? Ist die Route noch komplizierter? Oder werde ich einfach mir alle Haare ausreißen, weil es zu schwierig wird? Mal gucken. So, was ist hier los hier, Leute? Wo seid ihr denn? Whee! Okay, erstmal den ersten hier. Bams, tot. Das ist ja fies, ey. Einfach mal. Okay, das ist schon mal schön, das hier, ne? Das ist ja hier alles auf dem Weg. Und da fahren irgendwelche Leute mit Autos lang. Was ist hier los? Hier den erstmal umbringen. Verdammt. So, sind denn alle hier von denen auf den... Die sind super, alle auf dem Weg. Perfekt. So, dann auch die Ringe sind auch alle auf dem Weg. Perfekt. Ist das eine voll einfache Strecke oder was? So, und dann hier einfach mal rennen. Weil ich ja zu Fuß schneller bin. Okay, die Strecke ist mega einfach. Kann es sein, dass die Mega-Strecke mega einfach ist? Oh shit. Wow. So. Bams. Ja, bams. So. Und dann ist man ja hier echt schon bei den ganzen Vöglein. Okay, das ist ja wirklich einfach. Habe ich das Gefühl. So, tschüss, ihr komischen Pleitegeier hier. Haut mal alle ab. So. Oh, gut. Verdammt. Leute, das sieht doch schwer nach einem First Try aus, oder? Ja, okay. So, da habe ich da jetzt echt zu lange für gebraucht. Oh, ey, tatsächlich ein paar Sekunden zu viel. Verdammt. Okay, da kriege ich aber bestimmt locker den ersten, oder den Fähigkeitspunkt. Das sollte kein Problem sein. So, dann, würde ich sagen, weiß ich, die muss ich jetzt beenden oder ein neuer Versuch? Na, eigentlich, ich sag mal beenden. Ne, damit jetzt halt ich dann mich auf die Suche machen kann nach der Mission da. Ja, das war ja richtig einfach. Richtig easy. Gut, Fähigkeitspunkt, habe ich keinen Schiss vor. Weil da liegt ja alles auf dem Weg. Und dann renne ich halt die Strecke, da ist glaube ich ganz wichtig, dass ich die halt renne. Und dann sollte ich ja wohl bei den Adlern halt, ja, mal 3 Sekunden oder knapp 4 Sekunden schneller sein. Das sollte funktionieren. Jui, supi. Die einfachste Strecke so in der letzten Welt. Ich dachte schon irgendwie, dass man vielleicht jetzt so... Ne, vielleicht wären die Welten jetzt allgemein nochmal ein bisschen halt kniffliger oder fordernder, eben weil man sie ja quasi komplett überspringen könnte. Aber irgendwie anscheinend, was die Strecke angeht, nö, wurde es jetzt einfacher. So, ja, sorry, nochmal rein. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich hätte neuer Versuch angeklickt, ob denn... Ach so, du willst nicht, dass das als geschafft gilt? Okay, dann nochmal. Wollte ich jetzt halt nicht, ne?
Deswegen einfach schön abgespeichert, raus und nochmal rein. Fühle ich mich einfach sicherer. Vor allem kann ich jetzt einfach mich umgucken. Ich bin jetzt echt irgendwie gewillt. Scheiße, ey. Jetzt bin ich echt irgendwie gewillt, dass ich doch nochmal versuche, den Rekord zu machen. Okay, so klappt das schon mal zum Beispiel schon mal nicht, weil ich jetzt ganz kurz gestoppt habe. Hier, da fahren die Autos lang. Ich weiß ja nicht, wo der lang soll. So, ist ja schon eine halbe Minute, ist ja schon um, ey. Fies. Ja, ist denn doch ein bisschen, ne? Ist dann doch ein bisschen noch was anderes. So. Kaputt. Oh, shit. Ja, das zum Beispiel darf nicht passieren. Das, glaube ich, kostet sonst viel zu viel Zeit. Aber so lang, das ist doch voll geil. Boom. Boom. Der letzte wieder, ey. Wow. Alter. So. Wo ist denn jetzt hin? Als ob der mir nicht entgegengeflogen ist. So, das hätte ich jetzt voll geschafft. Okay, gut. Wartet mal. Dann suche ich jetzt nach der Aufgabe. Wo geht's denn hier zum Beispiel hin? Achso, hier waren ja die Ringe. Okay, warte, hier waren die Ringe. Leute, ich würde die ganze Zeit echt versuchen, mit denen ich schaffen kann. So, hier haben wir noch irgendwelchen Geheimgang oder was? Oder ist hier einfach die... Guck mal, hier ist doch... Nee, ist ja bloß ist ja die Rennstrecke hier. Okay, wo haben wir hier noch eine Aufgabe? Ist das hier ein Teleportal hier? Was ist denn das hier? Leute, ich würde das echt gerne versuchen. Das müsste ich eigentlich schaffen. Unter 1.10 war das, ne, weil 1.13 war es nicht. Das sollte kein Problem sein. Aber wo ist jetzt hier eine Aufgabe? Was haben wir da? Was ist das hier? So, ein komischer Stein. Aua. Wow. Lalalala. Ganz genau umgucken. Die Musik. Du. Ist überhaupt eine Aufgabe? Er muss ja, bisher war jeder eine Aufgabe. Ohne dass hier halt irgendwie. Warte mal, oder? Ich kann ja mal gucken, nicht jetzt auf jeden Fall von wegen. Ah, doch, okay, gut. Doch. Alles richtig. Bam. Bisschen von oben gucken. Ja, vielleicht ist es eine Aufgabe oder nicht, dass es hier doch von wegen. Hier liegt die einfach nur rum, die Kugel. Man muss sie hier einfach nur finden. Ja, was ist denn hier? Was ist das denn? Hallöchen, Jäger schon wieder. Okay, Spyro. Willst du mein Flugzeug ausprobieren? Ich hab's repariert und bin mir recht sicher, dass es nicht abstürzt. Aha. Okay, eine Fahrtwagen. Ja, klar. Okay, Spyro, hör gut zu. Ich werde das Flugzeug aus der Ferne lenken. Also musst du nur die Ziele mit dem Gewehr treffen. Drück Angriff zum Feuern, während du zielst. Oh, das klingt aber spaßig. Okay, bin ich dabei. So, okay, na dann. Okay, ich habe endlich Schuss. Das ist natürlich geil. Yeah, das macht Fetz, Mann. Okay, das ist natürlich richtig geil. So, ich kann sogar A-Knopf gedrückt lassen. Okay. Ohne Munition? Das war super. Oh, war da gerade ein andersfarbiger Ballon? Oh Gott, ich habe jetzt auf die Grün geachtet. Nicht, dass ich jetzt eben verpasst habe. Ich habe jetzt echt nur auf die Grün geachtet. Verdammt. Gibt es hier exakt 25? Oh, bitte nicht, ey. Dann muss ich ausrasten. Oder sind die Lina denn nur Bonus? Mal gucken. Das ist geil. Vor allem der fernsteuert mich. Irgendwie, wie sieht der denn, wo ich bin? Oh, noch erwischt, Alter. Puh. So. Komm, drei noch. Wo sind die? Oh, voll fies. Voll fies. Ziel verfehlt. Schon okay. Ist schwer, sie alle zu treffen. Nee, ist es nicht. Nochmal. Dann los. Dann los. Das war überhaupt nicht schwer. Da muss ich schuppeln, ey. Ist schwer, sie alle zu treffen. Ja, Jäger, du kannst doch mal ein bisschen... Ne, baller dich gleich ab, Alter. Ich hab den gerade voll gesehen. Ich könnte ihn voll abballern können. Okay, also merken, ganz am Ende muss ich am besten den Cursor gleich auf der rechten Seite irgendwie haben. Sonst failen. Das erwischt den nicht mehr, weil er da übelst die Schneise fliegt. Ja. Der alte Jägerschummler. So, gleich wieder einer an die Düse, der Lila, ne? Die sind da immer Zeppelin-mäßig, sehen die aus. So. Das sind aber auch an sich sehr faire Hitboxen, muss man ja sagen. So, jetzt hier gleich, wann kommt der so ganz dumm angeflogen? Okay. Den noch. So, und jetzt hier mich rechts halten am besten. So, okay, erwischt. So. Und ja. Hey, du hast alle Ziele getroffen. Das hast du deinem guten Piloten zu verdanken. Bestimmt.
Zwei Lappen, Alter. So, cool. Und damit ist das auch erledigt. So, Leute, jetzt, da die Mission nochmal von vorne anfängt, ich versuche nochmal einen Rekord zu schaffen. Ich versuche es nochmal. Weil das ist ja wirklich mega einfach. Also den Fähigkeitspunkt, ne? So, 100% abgeschlossen, geil. Fähigkeitspunkt, den man... So, hier wäre geil, wenn man hier schon mal eben so im Auto mitnehmen könnte. Klappt aber irgendwie nicht. Ich glaube, die muss man umrennen, wa? Die sollen wohl umgerannt werden, sonst failen. Zack. Und let's go. Hier muss man einfach aufpassen, dass man hier an ein paar Stellen springen muss und an ein paar Stellen nicht springen muss. Boah, cool. Kaputt gebasht, Jung. Alter, wie schnell er einfach ist. Yeah, Wärmsen. Komm, den letzten habe ich jetzt, bevor er so doof springt. Jawoll. So. Okay, er hat gleich drei abgeballert. So. Am besten irgendwie entgegenfliegen, ne? Ist immer besser. So, komm, schon noch drei. Ah, warte, war der Schatten. Ich kann mich vom Schatten verarschen lassen. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Okay, okay, okay. Zack. Und... Fähigkeitspunkt erhalten. So, jetzt kann ich den Part mit ruhigem Gewissen beenden. Sehr schön. Yeah. Leute, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Natürlich in einer anderen der vielen Welten aus der Wintertundra. Die Strecke haben wir komplett erledigt. Freue mich. So, mit welchem Level fahre ich denn an? Ne? Mit dem oberen irgendwie oder so? Ach, als ich die gesehen habe, ich glaube echt das Schwerste. Die schwersten Fähigkeitspunkte werden, glaube ich, die Bosse sein. Die Bosse nochmal zu schaffen, ohne getroffen zu werden. Quash vielleicht nicht, aber... Ja, Galb, denke ich mal. Der wird nur ein bisschen für Probleme sorgen. Aber davon lasse ich mich nicht entmutigen. Genauso wie ihr euch nicht entmutigen lassen solltet, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Bis dann. Ciao.